Tag, Servus, Moin, Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und heute geht's um zwei kleine Häppchen. Und zwar um zwei Wangi Architecture Sets. Mini Architecture Sets nennen sie es. Das eine ist das Stuffed Bun House und das andere ist das Restaurant. Die gibt's jeweils für schlappe unter 6 Euro, also ich glaube 5,95 Euro bei Bluebricks im Store. Ich weiß nicht, ob sie online gerade verfügbar sind. Ich denke schon. Wenn nicht bei Bluebricks, dann wahrscheinlich bei anderen Händlern. Denn davon sind jede Menge wahrscheinlich unterwegs. Ich hatte das eigentlich gekauft, weil ich mir dachte, hey, braune Teile kann der Mensch immer brauchen. Und für 6 Euro macht das Spaß. Die haben das eine Set hier hat 174 Teile, das andere hat 152 Teile für 6 Euro. Wenn man das mal mit einem Polybag von Lego vergleicht, dann hat man hier mal jede Menge für sein Geld. Und das sind halt so schöne halbe Stunden Häppchen, wo man mal, oh, gar keine Lust, irgendwas anders zu tun, nimmt man sich so ein Set und baut es auf und dann staubt es ein. Das Ganze kommt in. Wenn man jetzt mal so die Menge der Steine nimmt, dann ist man da ja so ungefähr bei den Speed Champions oder so. Da kriegt man ein bisschen mehr als zwei so ein Zettel. Da ist echt was geboten auf diesen in jedem Bauschritt. Wie ihr seht, ist echt. Da kann man das Ganze ist im Prinzip in ja 11 Bauschritten abgehandelt bei diesem Set. Kann man machen und Anleitung trotzdem verständlich, aber man muss halt ein bisschen mehr mitdenken als bei einem Lego Polybag, sag ich mal. Genau, schauen wir es uns mal kurz an. Das ist das Bunhaus. Ja, schön unten zwei bedruckte Teile, einmal oben das Schild. Das also krass weit rausragt. Kann man was erkennen. Innen ist nicht viel geboten. Um genau zu sein, nix, wie das bei Wangi eben so ist. Hier, ja, kleiner Pavillon. Bisschen Grünzeug. Genau, was einfach krass ist, ist die Farbabweichung. Also, wenn man sich, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennt, wenn man sich jetzt das hier denkt, dann denkt man, man kriegt da irgendwie, ja, cappuccinofarbene Teile oder braune Teile auf jeden Fall. Was dann aber daherkommt, ist im Prinzip, ja, ocker-orange oder so. Ja, krasse Farbabweichung zur Schachtel. Auch bei der Anleitung hat man immer das Gefühl, man baut mit cappuccinofarbenen Teilen und nicht mit orangen oder solchen hellen Ockerteilen. Das führt sich auch hier fort, wenn man sich jetzt mal diese Schachtel anguckt und sich dann danach das Modell ansieht, dann hat das einfach miteinander von den Farben her nichts zu tun. So, hier haben wir einen schönen Eingangsbereich. Bisschen grün nebendran, wo aber nichts drauf hängt. Was das hier ist, ist mir nicht ganz klar. Keine Ahnung. Auch zwei bedruckte Teile. Einmal hier über dem Eingang. Was ist denn da drauf? Sterne oder so, kann ich nicht ganz erkennen. Und dann wieder so ein Schildchen, das bedruckt ist. Zwei Lampignon-Lampen. Die halten auch ganz gut. Hier ist zumindest angedeutet, dass dort ja, zwei Menschen sitzen auf einem gelben Teppich. Das sind im Prinzip ja einmal zwei Bricks und ein ja, Jumper, glaube ich, heißen die, mit einem Kopf drauf. Der Kopf hat jetzt keine Bedruckung oder irgendwas. Genau. So. Ja, müssen wir nicht länger machen, weil viel gibt es da, wie gesagt, nicht anzugucken. Aber ich kann sagen, für den 6 Euro machen die Dinger Spaß, auch wenn die Farbabweichungen absurd sind und nichts mit dem zu tun haben, was auf der Packung ist. Aber ich glaube, es gibt noch, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es wohl insgesamt, die es aus dieser Serie gibt. Ja, ich glaube, da wird man, oder werde ich, wenn ich mal wieder bei Bluebricks vorbei
Laufe werde ich vielleicht noch ein, zwei einpacken, weil sie wirklich so nette Happen zwischendurch sind, genauso wie dieses Video. Und das war's auch schon. Und wünsche euch eine gute Zeit. Das war der Donnergurgler für heute. Lasst euch gut gehen. Ciao.